Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Hoppe-Wiermeyer, Sie waren offensichtlich noch genauso im Wahlkampfmodus wie Ihr Fraktionsvorsitzender heute Morgen, als er zum Haushalt geredet hat. Weil ich möchte Sie mal sehr gut aufklären über das, was die Ministerin anders in diesen Haushalt eingebracht hat, als Sie hier dargestellt haben. Der Stärkungspaktgesetz, Frau Kollegin, und Sie haben ja auch bei der Kollegin Dücker vorhin immer den Kopf geschüttelt, das Stärkungspaktgesetz wird in folgender Weise geändert. 91 Millionen Euro, der Soli wird abgeschafft, und diese 91 Millionen Euro werden nicht kompensiert durch Landesmittel, sondern sie werden schlichtweg eingespart. Oder nennen Sie mir jetzt an dieser Stelle die Haushaltsstelle, wo der Zufluss des Landes zum Stärkungspaktfonds kommt. Den gibt es nicht. Sie bescheißen die Leute hier im Landtag ganz eindeutig, wenn Sie das so sagen. Herr Kollege, bezüglich der Wortwahl darf ich ermahnen. Zweiter Punkt. Wenn Sie sagen, das GfG 2018 wäre eine Leistung der Landesregierung, der neuen Landesregierung, wo die Kommunen besser gestellt werden. Es gibt keinen einzigen Parameter in diesem GfG, der anders lauten würde als 2017. Die Steigerung ist allein auf die Mehreinnahmen durch die Konjunktur zurückzuführen. Auch dies entspricht also nicht dem, was Sie hier propagieren, Frau Ministerin und Herr Kollege Hoppe-Wiermeyer. Dritter Punkt, die sogenannten Vorwegabzüge, die wir so schlimm in dieses GfG eingebracht haben, Herr Kollege, werden auch nicht gegenfinanziert. Die 31 Millionen Euro, die Sie streichen beim Vorwegabzug, werden 1:1 beim Zufluss zum Stärkungspaktgesetz eingesammelt. Mit anderen Worten, die Kommunen bezahlen ihre Versprechen. Das ist die Wahrheit zum GfG 2018. Aber es kommt ja an anderer Stelle noch schlimmer mit Ihrer Leistungsbilanz. Die kommunalen Investitionen für die Krankenhäuser bzw. die Investitionen für die Krankenhäuser, die Sie vorschlagen, sinken um 200 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsentwurf bzw. dem Haushalt 2017. Und 200 Millionen sinken sie und 100 Millionen Euro, das hat der Kollege Zimkert vorhin gesagt, werden auch noch von den Kommunen mitfinanziert in 2018. Mit anderen Worten, Ihr Wert für 2018 liegt unter dem Wert von 2016 und Sie haben gleichzeitig auch noch eine Glanzleistung hingelegt, was die Kommunikation mit den Kommunen anbetrifft. Wirklich starkes Stück, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil ja in Ihren Fachbereich auch das Thema Heimat fällt, Sie haben ja versucht, eine Definition zu machen, Frau Ministerin. Wohnen ist gebaute Heimat. Deshalb gehört Wohnen untrennbar mit Heimat zusammen. Frau Ministerin, dem kann ich zustimmen. Allerdings, wenn ich mir die Landesbauordnung angucke und das Moratorium in der Landesbauordnung, dann muss ich feststellen, dieses Land hat offensichtlich keine Heimat für diejenigen, die bezahlbaren Wohnraum brauchen und die vor allem Wohnungen für barrierefreies Wohnen für Behinderte brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sollen die heimatlos werden in Nordrhein-Westfalen? Eine Heimat haben Sie, Frau Ministerin, und die Landesregierung offensichtlich vor allem für 139 Parteigängerinnen und Parteigänger in der Landesregierung geschaffen, die auf hochbezahlten Posten jetzt in der Landesregierung arbeiten dürfen. Und noch ein zweiter Punkt beim Stärkungspaktgesetz, den ich anführen möchte. Sie haben das Stärkungspaktgesetz, den Zufluss zum Stärkungspakt um insgesamt 121 Millionen Euro gekürzt. Sie kürzen sie aber auch noch im Topf 2, also bei den sogenannten freiwillig am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen. Und wenn Sie das machen, würde das dazu führen, ausweislich der Zahlen, die uns vorliegen, dass der Stärkungspakt nicht mehr ausreichen würde, um die Bescheide, die bereits ergangen sind, an Städte wie Essen, Solingen oder andere bezahlen zu können. Und deswegen machen Sie einen zweiten Haushaltstrick. Sie wollen jetzt auch noch die Töpfe 1 und 2 gegenseitig deckungsfähig zu machen. Das macht doch deutlich, mit welchen Taschenspielertricks Sie diesen Haushalt schön wollen. Die Landesregierung tut nichts für die Kommunen, sondern sie zieht das Geld für ihre Versprechen den anderen Kommunen auch noch aus der Tasche. Und Herr Kollege Hoppe-Wiermeyer, Sie haben es ja in aller Offenheit eben gesagt. Sie wollen mit Ansage die Integrationspauschale nicht an die Kommunen weiterreichen und Sie behaupten allen Ernstes, dass die CDU nur für 2016 die Durchleitung der Integrationspauschale gefordert habe.
Herr Kollege, wir werden für Transparenz sorgen. Seien Sie sicher, wir werden diesen Satz allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landes zustellen und ihnen deutlich machen, dass diese CDU nicht mal einen Deut darauf gibt, was sie ihren eigenen Leuten versprochen haben. Das ist klarer Wortbruch. Aber ich will auch ein bisschen Blick auf die Zukunft nehmen, auf das Jahr 2019, 2020 und 2021. Frau Kollegin Düke hat ja vorhin darauf hingewiesen, mit welch tönernen Füßen die mittelfristige Finanzplanung aufgebaut ist, wobei man, ich sag mal, der Erkenntnisgehalt aus den Auswertungen der mittelfristigen Finanzplanung ist Frau Düke ausführlich darauf eingegangen, da ist ja wenig drin. Aber die Zahlen sind ausgesprochen spannend. Die Steuereinnahmen für 2020 und 2021 steigen gegenüber 2019 insgesamt um 8 Milliarden Euro. Und wenn man sich auch, und das ist die Mai-Steuerschätzung, selbst wenn man sich die November-Steuerschätzung ansieht, stellt man fest, dass die Zahlen weit über dem Bundesschnitt liegen, trotz massiv steigender Steuereinnahmen insgesamt. Das lässt zwei Schlüsse aus meiner Sicht zu. Erstens, die mittelfristige Finanzplanung kann so bei jetziger Annahme für den Landeshaushalt nicht eintreten. Das ist der eine Punkt. Deswegen werden auch viele schwarze Nullen, die hier geschrieben werden, wahrscheinlich, da wird man Ausreden wieder suchen, ach, da gab es die Finanzkrise oder der Boden war schlecht bespielbar, um in diesem Rüstmann-Beispiel zu bleiben, oder andere Punkte herbeiführen müssen. Aber was noch viel wichtiger ist, weil wir jetzt ja über das GfG sprechen, das hat ja auch unmittelbare Folgen für die Kommunalhaushalte. Erstens, man muss ja quasi täglich fürchten, dass ihre Versprechungen eingehalten werden oder nicht eingehalten werden. Wenn zum Beispiel das Versprechen Grunderwerbsteuer eingehalten werden würde, würden bei den Kommunen mehrere hundert Millionen Euro an Einnahmen wegfallen. Das würde schon mal zu einer Belastung führen. Oder man guckt sich die Orientierungsdaten an. Die Orientierungsdaten müssen natürlich, das ist konsequent, um eben diese Fantasiebeträge ansteigen, die Sie aufgrund der Steuereinnahmen in den Haushalt geschrieben haben. Und was passiert, wenn diese Steuereinnahmen, wie wir alle glauben, nicht eintreten? Dann werden alle diese Kommunalhaushalte wie ein Kartenhaushalt in sich zusammenbrechen. Sie verschleiern die Wahrheit über die Kommunalhaushalte mit diesen Orientierungsdaten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hätte mir gewünscht, wenn Sie mit so viel Anlauf in die Regierung gehen, und da war Kommunalpolitik ja ein ganz wichtiges Feld. Sie haben ja allen Ernstes behauptet, dass die rot-grüne Landesregierung die Städte gespalten hätte, sich nicht um die gekümmert hätte. Wenn das stimmt, Herr Kollege Kerkhoff, wenn das stimmt, was machen Sie denn dann? Sie machen ja kein Deut anders von dem, als was wir da an der Stelle gemacht haben, außer mit den Haushaltstricks, die ich Ihnen hier eben geschildert habe. Passt übrigens bestens in das Bild im Kommunalausschuss. Da geht der Kollege Hoppe-Biermeier, da geht es um das Programm Gute Schule 2020. Da haben wir dann ein paar Nachfragen gestellt und gesagt, das ist ein gutes Programm. Das führt dazu, dass Investitionen, die sonst in den Städten nicht gelaufen wären, jetzt endlich laufen können. Da sagt der Kollege Hoppe-Biermeier, ach, das ist doch ein kreditfinanziertes Programm, deswegen ist das nicht gut. Und dann frage ich die Ministerin, ändern Sie eindeutig an dieser Finanzierung? Da war die Antwort natürlich, nein, machen wir nicht, weil das ein gutes Programm ist. Das ist die Politik der Landesregierung. Hin- und Herspielerei und eben die Wahrheit verdecken, dass das, was Rot-Grün in dem Bereich gemacht hat, gar nicht so schlecht war und viele wichtige Akzente gesetzt hat. Meine Bitte wäre nur, und das meine ich sehr ernst, Herr Kollege Hoppe-Biermeier, und auch an die Kolleginnen und Kollegen der FDP, die Zeit des Wahlkampfes ist wirklich vorbei. Lassen Sie uns über die Sachthemen reden und lassen Sie uns Konzepte entwickeln. Was Sie machen, ist Trickserei, hat mit der Zukunftsplanung dieses Landes herzlich wenig zu tun. Und Sie schmücken sich mit fremden Federn und Sie brechen ganz offensichtlich Wahlkampfpunkte, zum Beispiel die Integrationspauschale, um nur ein Beispiel zu nennen. Deswegen freue ich mich auf die Beratung im Ausschuss, sage Ihnen aber sehr klar, wir werden transparent machen, wo Sie nicht das einhalten, was Sie versprochen haben. Und wir werden uns auch die Konzepte entgegensetzen, wo wir einen anderen Schwerpunkt haben. Und einen will ich Ihnen noch nennen, kurz vor Abschluss der Rede. Ich hätte, und das wäre nach den Zahlen, die uns auch vorliegen, möglich, wenn Sie schon den Stärkungspakt auslaufen wollen, wo Sie keine klare Ansage zu machen, dann müssen doch zuerst die notleidenden Kommunen entlastet werden und nicht Monheim, die einen Gewerbesteuereinnahme hat, genauso wie Duisburg, liebe Kolleginnen und Kollegen.